Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, täglich grüßt das Murmeltier wäre eigentlich der bessere Titel für diese Debatte. Mal wieder völlig überraschend einen Gesetzentwurf aus der rechten Ecke zum Thema Flüchtlinge. Diesmal geht es um das Aufenthaltsgesetz. Alles nicht unbekannt, möchte man meinen. Doch zwei Dinge sind komplett neu in Ihrem Papier. Und Kollege Droh, mir ist es auch aufgefallen, dass die AfD in ihrer Gesetzesbegründung von Ausländern erster und zweiter Klasse spricht. Ich dachte, für die AfD gibt es gar keine Ausländer erster Klasse, aber das ist schon mal bemerkenswert. Und zweitens, vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, liebe Kolleginnen und Kollegen, an keiner einzigen Stelle hat der Kollege Curio eine konkrete Zahl genannt. Und das ist sehr ungewöhnlich, weil Sie ja mit Millionen bei Flüchtlingsdebatten nur so um sich werfen, können Sie nicht das Problem mal in Zahlen beziffern. Denn Sie wissen ganz genau, dass Ihre These, die Niederlassungserlaubnis wurde von Schutzsuchenden geradezu ausgenutzt, den Zahlen gar nicht standhält. Ganz nach dem Motto, verwirre mich nicht mit Fakten, meine Meinung steht fest. Aber ich will vor der Öffentlichkeit und dem Plenum schon mal die Fakten vorhalten, die Sie wahrscheinlich wissentlich verschweigen. Ein Blick in das Ausländerzentralregister macht deutlich, dass seit dem Integrationsgesetz 2016, und das benennen Sie ja auch, die Zahl der Schutzsuchenden mit unbefristetem Aufenthaltsstatus von 268.265 am Ende des Jahres 2016 auf 2065 Personen am Ende des Jahres 2018 sogar zurückgegangen ist. Wenn Sie also von einem Pull-Faktor sprechen, dann ist das eine Sogwirkung nach unten und nicht nach oben, wie Sie in Ihrer Gesetzesbegründung behaupten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit habe ich mich aber eigentlich genug mit diesem Gesetzentwurf einer Fraktion beschäftigt, die ja Zuwanderung nicht nur rundherum ablehnt, sondern sie auch mit kruden Definitionen wie Umvolkung und anderen Begriffen verschönert. Und wohin das führt, das haben wir ja letzte Woche erlebt. Deswegen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ein kurzes Wort an die Regierungsfraktionen. Mit Ihrem Klein-Klein in der Einwanderungspolitik machen Sie es gerade diesen Leuten viel zu leicht. Ihr Stückwerk beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz löst viele Fragen nicht. Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz aus einem Guss, und solange Sie das nicht tun, werden Sie solche Reden hier nicht verhindern können. Wir Freie Demokraten haben einen Vorschlag eingebracht für ein Einwanderungsgesetzbuch, das eben alles regelt: die Einwanderung nach Deutschland, den Schutz von Schutzbedürftigen, aber auch das Thema Abschiebung und Ausreise. Und zum letzten Thema Abschiebung möchte ich dann schon auch noch mal ein Wort sagen. Wahr bleibt, Sie schieben die Falschen ab in diesem Land. Sie schieben die Menschen ab, die sich integriert haben. Sie schieben die Menschen ab, die einen Arbeitsplatz haben, die bei Handwerkern, bei Unternehmen, an der Werkbank arbeiten und einen Beitrag für unser Gemeinwesen leisten. Und auf der anderen Seite sind sie nicht in der Lage, die wirklich gefährlichen Personen außer Landes zu bringen. Der Fall Sami A. hat es gezeigt. Innenminister Seehofer groß angekündigt, den Fall zur Chefsache zu machen. Das Land NRW hat er damit alleine gelassen. Integrationsminister Stamp musste handeln. Herr Seehofer hat nur geredet. Und deswegen der Appell an Sie: Sorgen Sie für eine geregelte Einwanderung nach Deutschland, damit auch Fachkräfte die Chance haben, auf unserem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat Dr. Lars Castellucci für die SPD-Fraktion.